Das war Kapitel 4. Das ging recht gut. From the Grave. Stimmt, das war jetzt die Sache, wo wir die Gravestone emporheben, da so ein paar Sachen zerstören und dann abhauen und dann gehen wir ins Asylum. Asylum, wie auch immer man sagen möchte. Dann kommt auch schon die Lady of Sorrows. Taken Flight. The Alliance. Okay. Also bis hier müssen wir auf jeden Fall kommen. Dann gucken wir mal weiter. From the Grave. Auf geht's. So, dann wird's jetzt auf jeden Fall spannend. Tunings sind zwar ganz cool, aber man kommt nicht an die ran. Meinst du wegen der preislichen Situation? Dann ist es halt noch eine Sache, über wie viel Credits du verfügst. Dann kommst du halt schon dran. Aber im Großen und Ganzen ist es schwierig. Wie gesagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, so einen optischen Effekt auf der Waffe. Da habe ich lieber eine coole Waffe, die von sich aus cool aussieht, wie zum Beispiel die Crafters Blade. Und dann brauche ich auch kein Tuning mehr, weil die Waffe an sich schon geil ist. Ne? Und so ist es halt, wie Scuffing auch eben schrieb mit den. Ups, eine Tür zu früh. Mit den Gree-Waffen, die haben auch einen super Effekt drauf von sich aus. Da musst du nicht mal was draufsetzen. Na, dann kannst du die Tunings auch sparen. Und wie gesagt, wie zum Beispiel bei dem Dreadsea-Tuning jetzt hier, bei dem Trackenstar-Tuning, man sieht nicht viel davon, ne? Also das meiste, also viele Effekte siehst du gar nicht und fallen auch überhaupt nicht. Moin! Und fallen eben entsprechend auch überhaupt nicht auf. Companion Fragezeichen? Darf ich? Irgendwen? Alle nicht verfügbar. Oh, das ist belastend. Wir müssen ja gleich mal wieder ganz anders spielen. Haben wir Melees jetzt noch dabei? Bezweifle es. Gehen mal wieder auf den anderen Kram zurück. Electric Binding. Und die Tür geht wieder zu. Danke. Ey. Verdammte Trollspiel, ey. Ich will noch kurz auf die Bubble warten. Bla bla bla. Fight to the Gravestones Entrance. Oh, wir haben Companion. Welches Level hat Lana? 19. Ah, damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Moin. Oh, da sind ja doch ein paar mehr, als ich dachte. Lohnt es sich für die drei schon? Warum kann ich nicht... Dankeschön. Lohnt es sich für die Gruppe immer schon Elemental Convection mitzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Aber gucken wir mal. So. Ist hier der Eingang schon? Ne, noch eine weiter. Meint, ich muss kurz kämpfen, dann kann ich weiterlesen. Es gibt auch solche Tunings, wo ich mir denke, was war da die Idee dahinter? Zum Beispiel das Gemini-Tuning. Einfach nur ein kleines Lucht am Anfang, Leuchten von dem Anfang am Lichtschwert. Ja, genau. So, und dafür soll ich dann im Normalfall irgendwie 1800 Kartellmünzen ausgeben. Ich meine, wenn die nicht gerade im Sale sind und oder 1100, 1800, was soll das? Also. Wie farmt ihr Credits? Sale Rates, ja, wow. Okay, das ist jetzt nichts, was jeder machen kann. Credits farmen, ja zum Beispiel, ich habe da mal einen Guide gemacht, H2-Missionen kann man ganz gut Credits farmen. Wenn du ein gewisses Grundkapital irgendwann hast, dann kannst du das natürlich auch mit... Jo, moin!
Man kann ihn nicht unterbrechen, ne? Ist ja unshakable. Aber okay. Wir schauen mal. Aber stunnen kann man ihn. Boah, der Schaden ist aber... Ist okay. Der ist okay. Können wir einen Augenblick Pause machen? Können wir? Darf ich mich regen? Danke. Was sind Sale Rates? Im Endeffekt, du kaufst bei einer anderen Gilde einen Erfolg in Operationen zum Beispiel. Oder einen Mount aus Operationen. So. Wenn du den Sale Rate anbietest, dann kriegst du halt ein paar hundert Millionen dafür und dann hast du schon Geld gemacht. Ne? Klar, der den Sale Rate anbietet, der muss der den Sale Rate machen will oder den Erfolg haben will, der gibt halt die paar hundert Millionen aus. Aber du selbst, wenn du ihn anbietest, kannst du halt das Geld damit machen. Wir haben zum Beispiel einen Gildenlot oder kriegst du mit Glück knapp 10 Millionen, wenn du gewinnst. Ja, kann man auch machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wenn du ein gewisses Grundkapital hast, kaufst du im galaktischen Handelsnetz billig irgendwelche Sachen und verkaufst sie teuer wieder. Oh Gott. Und wenn du das Grundkapital nicht hast, dann musst du dir das halt irgendwie besorgen. Wie zum Beispiel eben über H2-Missionen, über andere Aktivitäten, Flashpoints, Operationen, so ein Kram. Bringt natürlich nicht ganz so viel, aber ich habe über das Handelshaus 17 Milliarden gemacht. Ja, kann man. Wenn man da ein kleines Händchen für hat und die Geduld hat natürlich auch. Du bleibst erstmal gestunt, bitte. Ihr beide dürft da dran drauf gehen. Okay, er macht jetzt erstmal 45 Sekunden lang nichts. Das ist für uns die Zeit. Ich habe auch gesehen, da hinten rechts steht ein Heilterminal. Wir holen uns mal noch ein bisschen Def dazu. Eine Bubble. Ich meine, die ist ja sowieso gleich wieder weg. Wir haben die Angstbubble wieder, aber okay. Wow, das Heilterminal ist verschwunden. Was soll das? Weil ich 2011 die Kartellpakete gebunkert habe. Nicht schlecht. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich kenne auch einen, der hat damals vor einigen Jahren eine ziemlich gute Idee gehabt und hat Crafting-Rezepte gelernt. Einige. Und hat die entsprechend heute noch und kann da Sachen bauen, die es halt so nicht mehr gibt. Und die verkauft er halt auch für unfassbar viel Geld. Das mit dem Kaufen, Verkaufen versuche ich, aber ich kaufe immer die falschen Sachen und kann die nicht wieder verkaufen. Da, ja klar, das passiert. Das ist, ne, da, das ist eine Sache, da muss man halt mit leben, dass man auch durchaus mal Verlust mitmacht. Aber ich sag's mal so, ne, einige Sachen sind halt vielleicht heute. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Shit, jetzt habe ich den aus dem Wirbel rausgeholt, den ich eigentlich gar nicht rausholen wollte. Dann setzen wir den mal wieder rein da. Okay, dann holen wir ihn raus. Ah! Ja, moin. Was gibt's? Kannst du mal wieder ganz kurz einfach nur... Ey, unfair. Oh, wir haben Senja an unserer Seite. Hab ich gar nicht gesehen.
Wo sind die hin? Die sind einfach verschwunden. Erfahrungswert, wie an der Börse. Ja, das ist es. Wenn ich der billigste Anbieter bin, will das niemand. Ja, da muss man Geduld haben, aber auch viel. Ich habe auch noch einige Sachen rumzulegen, die aktuell in meinen Augen eigentlich, die ich unter Wert verkaufen würde. Deswegen liegen die bei mir halt auch rum. Und das teilweise halt auch schon seit Wochen, Monaten, Jahren. Irgendwann ist der Zeitpunkt, da kann man dann mal... Da kann man dann mal zuschlagen. Aber wenn ich versuche, Sachen im GM zu verkaufen, ist der Preis dafür im Keller. Ja. Da ist, wie gesagt, Geduld ganz wichtig. Okay. Dann Ibanez folgt uns mir jetzt. Cookie Fennec und Shack Attack auch. Vielen Dank dafür. Wenn ich Credits habe, gebe ich die gleich wieder aus. Ja, das, dann kommt man auch nicht auf große Beträge auf dem eigenen Kontostand. Ja, die sparen muss man da schon. Hab aktuell noch 5 gradiger Ranker. Ja, ne, da hat man dann ein bisschen was, irgendwelche goldenen Sachen rumzuliegen und irgendwann kann man die entsprechend dann mal verkaufen. Und so lange lässt man die halt liegen. Weil die verlieren hier ihren Wert nicht wirklich. Ah! Ich habe schon wieder keinen Companion bei. Hauptsache, da steht irgend so ein Pilot in der Gegend rum und macht nichts. Was ist er hier? Nope. Wow, jetzt hat er mir mein... Wollte ich gar nicht. Wo bist du? Da bist du. Hier, komm. Ist dann. Bitteschön. Bayer hat ihm nicht genug gezahlt, um zu kämpfen. Ja, ich glaube auch. Geheim ist einfach so, dass die erste Person, die zum Beispiel einen Rank auf 150 einstellt, aber nur einen Wert von 115 Millionen hat, nur an dem Preis vom Typ Nummer 1 orientiert. Ja, natürlich. Alter, jetzt kommen die hier schon durch die geschlossene Tür. Komm, stunt euch mal gegenseitig hier. Gerade bei Flash Sales im Kartellmarkt sinken die Preise relativ schnell, das ist richtig, ne? Also wenn Sachen eben im Flash Sale gerade drin waren, viele denken ja, okay, da kann ich ein gutes Item für wenig Kartellmützen bekommen und das dann eben für viele Credits verkaufen, aber das denken sich halt viele und dementsprechend wird an der Stelle dann der Preis natürlich fallen und dann musst du halt oder dann kannst du kaufen und dann wartest du halt 2 Monate und dann kannst du es verkaufen und kriegst halt mit ganz gut Geld. Ja, und wenn es Leute immer weniger und weniger reinstellen, dann sollte man seins einfach nicht mit reinstellen, sondern behalten und warten. Weil wenn du es reinstellst, dann wird es irgendwann gekauft und dann bist du es los und dann hast du keinen Wert mehr darauf. Und dann ist es halt wirklich doof. Ich Dinge verkaufe, gehe ich immer unter dem Preis, der am niedrigsten ist. Ja, da muss man halt überlegen, ne? Ist mir der Preis noch hoch genug? Also ist das genug Geld? Also wenn jetzt beispielsweise so ein Renko für 15 Millionen drin steht, reichen mir dann 14,5 Millionen, die ich halt anbieten würde, abzüglich der Gehaltssteuer? Oder will ich, oder meine ich, nee, der ist mindestens 20 wert, dementsprechend warte ich halt, bis der irgendwann mal für 20 drin steht. Aber da würde ich dann lieber warten. Aber klar, ansonsten immer ein bisschen billiger als der Niedrigstbietende ist dann schon am sinnvollsten. So, hier musste man jetzt irgendwie komplett außen rumlaufen, ne? Ist zwar hier jetzt rechts, aber hier kommst du halt nicht rein. Was macht er da? Spielt er Gold? Golf? Guck, ob der gleich noch da steht, ich hoffe es. Der spielt echt Golf. The fuck stimmt denn nicht mit den Leuten?
Ist unfassbar. Achso, das ist Bonus, ne? Ja, ne, Bonus machen wir nicht. Einmal komplett außen rum, möglichst lange Laufwege, damit das Kapitel schön in die Länge gestreckt wird. So bekommt man die Sachen gut verkauft. Na ja, klar, wenn dir der Wert passt, dann kriegst du die damit auch verkauft. Hallo. Wieso können wir solches Personal nicht haben wie mit dem Golfspieler? Ja, wäre ziemlich cool. Nee, Speed-Item, da fahre ich wieder gegen irgendwelche Bäume und sterb dran. Nee, das muss nicht sein. Kommst auch nicht fix damit voran. So, Investigate Dark Sanctuary. Hier waren wir ja vorhin schon drin. Hier hat der ganze Mist ja angefangen. Jetzt gucken wir mal. Ja, babbel nicht. Komm, mach vorbei, mach Ende. Ah, jetzt kommt Satil noch, ne? Dankeschön. So. 6 Gradier Ranker habe ich beispielsweise für insgesamt 50 bekauft und einen für 90 verkauft. Ja, da hast du jetzt schon wieder alles drin. Ja. Man hat ja NPC von der Datei von dem Golfer, muss hier bloß noch einen Kartellmark packen. Mehr oder weniger, ja. Als. Achso, ich muss so ein Item auswählen. Mehr oder weniger, ja. Es ist eigentlich nicht das große Problem. Aber erzählt das nicht mir, erzählt das Bugbear.